So, willkommen zurück bei Fuwa Forest Films Hillbilly TV. Ich habe es mir überlegt, wir schieben doch noch ein kleines Review nach. Hier liegt noch ein schönes Päckchen aus der Schweiz. Da guckt schon was Buntes raus, gern. Welches Modell geht's denn hier? Das ist heute mal ein ganz einfaches Messer, und zwar das Waiter. Das dürfte den Franzosen gefallen. Warum? Ja, das ist ein bisschen aufgebaut wie ein Lajol. Es hat eine Klinge, sozusagen als wichtigstes Werkzeug. Dann gibt es ja die Lajols in zwei Ausführungen, mit und ohne Korkenzieher. Das ist dann das zweitwichtigste Werkzeug, so wie es aussieht. Ne? Und das ist jetzt aber nicht, es ist ja keins, ne? Sondern es ist ja ein Victorinox, und das ist dann sozusagen das Lagiol des Deutschen, nämlich das hat noch die Erweiterung um den Flaschenöffner. Naja, Waiter heißt ja, glaube ich, nicht umsonst, glaube ich, Kellner, ne? Der braucht da nicht mehr wie Korkenzieher, Flaschenöffner und Messer. Sage ich mal, die Basic-Werkzeuge für den Biergartensommer. Und ja, das wird ein Geschenk für jemand. Und wenn ihr euch fragt, wieso da so ein riesiges leuchtorangefarbenes Lanyard dranhängt, das hat mir Kirsten Termite geknüpft auf die Schnelle. Danke nochmal. Das ist nämlich die neue Besitzerin des Taschenmessers, die hat es nicht mehr so mit dem Sehen. Und daher hoffe ich mir einfach, dass, wenn hier an diesem kleinen Taschenmesser so ein sehr auffälliges Leuchtorange Lanyard dran ist, dass ihr das einfach besser sehen und finden kann, wenn es dann irgendwo auf dem Tisch rumliegt oder so, dann ist es hoffentlich besser sichtbar. Und deshalb ist hier noch zusätzlich als Auffindhilfe dieses toll geknüpfte Leuchtorange-Lanyard hingekommen an das 03303 Waiter von Victorinox in der roten Ausführung mit der Klinge, Flaschenöffner und Korkenzieher. Die sind schon recht günstig zu bekommen und ist ja interessantes kleines Messerchen, gutes Geschenk. Vor jemand wie jetzt die neue Besitzerin, die gar nicht so viel Funktion braucht, sondern eigentlich nur draußen für den Garten ein Messer und ab und zu mal einen Korkenzieher braucht. In diesem Sinne, das war's für heute. Höchstens meine Frau lässt sich noch dazu überreden, ihr neues Taschenmesser vorzustellen. Dann kommt vielleicht noch ein kleines Review über ein weiteres Schweizer Messerchen. In diesem Sinne, fertig gut.